بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Ja, zum Abschluss machen wir noch ein bisschen Übungen, inshallah ta'ala. Gehen wir mal auf Seite 296 zurück. Da gab es ja Sätze mit Verben in der Gegenwart. Und zwar der 1, 2, 3, 4. Satz. Wer liest mal vor? Bitte schön. العامل يسافر إلى قرية صغيرة. العامل bedeutet was? Der Arbeiter. يسافر. Er reist. Also in der Gegenwart. إلى قرية. Ja. Genau. صغيرة. Klein. Also der ganze Satz ist. Der Arbeiter reist in eine kleine Stadt. Genau. Dann Nazala, das haben wir. Dann der nächste, Anna. Wer liest? Bitte schön. أنا أسافر كل يوم بسيارة سريعة. So, was heißt das? Ja? Mit einem Schnellauto. Genau. أنا أسافر, ich reise, كل يوم. Also jeden Tag. Kull, also jeder oder jeden, jede, je nachdem, ja, was das Wort danach ist, männlich, weiblich. Kulle, also jede. Yaum ist Tag, also jeden Tag. Kulle hat eine Fetha, das werden wir noch sehen, warum. Das ist jetzt erstmal egal. Wenn du eine Tagesangabe machen willst, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, jedes Jahr, dann sagst du Kulla. Okay? Kulla. Yaumin. Aber, und das sage ich ja auch immer wieder, die Grammatik ist zwar wichtig und schön und so weiter und so fort, aber jeder Araber würde dich verstehen, wenn du sagst Kulli Yaumin. Auch wenn es falsch ist. Wenn du jemandem sagst, Ana usafiru kulli yaumin, der sagt, okay, habe ich verstanden. Heißt zwar kulla yaumin, aber der versteht, was du sagst. Aber wenn du jetzt sagen kannst, ja, mansuba, weil dies und jenes, und was heißt das, lauan, ich weiß nicht, das bringt dir nichts. Und deswegen nochmal Vokabel lernen. Viel tausend Billionen mal wichtiger als die Grammatik zu lernen. Das heißt nicht, dass die Grammatik unwichtig ist. Aber du kannst dich verständigen und du wirst es verstehen. Das heißt, wenn du weißt, was kulla yaumin bedeutet, kull, alle oder jeden und yaum ist Tag, auch wenn du jetzt nicht weißt, frag mal viele Araber, warum das jetzt eine Fetha hat, er sagt, ich weiß nicht, kull yaum heißt jeden Tag. Warum hat es eine Fetha? Allahu an, weiß ich nicht. Das ist genauso im Deutschen, ja. Wir werden gesehen haben. So, erklär mir jetzt mal grammatikalisch, was für eine Zeit das ist. Ich weiß nicht, Futur 822, ich weiß nicht, was das ist. Aber ich weiß, okay, in der Zukunft werden wir das irgendwie erledigt haben. Das heißt es. Und deswegen, warum? Weil ich weiß, was bedeutet, ich werde oder wir werden. Also deswegen, barakallahu fikum, bitte die Vokabeln lernen. Also Vokabeln lernen, sehr wichtig, und konjugieren. Üb das Konjugieren, was das Zeug hält. Ja. Okay, das wären dann die Sätze in der Gegenwart. Okay, dann schauen wir uns mal den gleichen Text, den wir vorhin hatten, nur in der Gegenwart. Sekunde. Obwohl, nee, machen wir einen anderen. 314. Ana usafiru. Ana usafiru.
314. Wer liest? Tafaddal. Also das, der Titel ist Ana Usafiru. السائق ماهر وحذر. Was ist السائق? Ja? السائق. Nee. Weiß das jemand? Nee, das ist السائق, der Dieb. Aber السائق ist der Fahrer. السائق ist der Fahrer. Mahirun, hatten wir das oder nicht? Okay, Mahir heißt was? Kompetent. Wahadhirun. Hadhirun bedeutet vorsichtig. Also, was heißt dieser Satz? Fahrer, kompetent, vorsichtig. Ja? Genau, der Fahrer ist kompetent und vorsichtig. Geschickt hat er hier geschrieben. Ja? Mahirun, geschickt. Ja, bitteschön. So, nächster Satz. Diesmal. Ar-Rakibu. Und Tadhimun. Nochmal? Nein, das ist kein Ja. Hadi. Ich habe es nicht gehört. Was? Genau. Hadi-un. Wahadi-un. Ar-Rakibu ist der Reisende, also der Fahrende, der Reitende. Von Rakiba, also auf etwas sich fortbewegen. Ja? Je nachdem, ist es ein Pferd, ein Taxi, ein Flugzeug. Du, anta tarkabu, anta tarkabu. الطائرة أو السفينة أو الحصان أو القطار. So, übersetzt. Wer weiß es? Nochmal. أنت تركب السفينة أو الطائرة أو, was haben wir noch? الحصان أو القطار. Ja. Ja, aber der Satz, Habibi, von Anfang an. Ja. Anta tarkabu. Guck mal, Rakib ist was? Der Reisende mit Reitende. Okay, und was ist jetzt tarkabu dann? Ja, also du fährst. Ja, oder du reist mit. Was haben wir gesagt? Safinata. Safina ist was? Safina, Safina ist was? Schiff. Au at-ta'irata. Flugzeug. Au al-hisana. Ja, au al-jamala. أو الحمارة. سمعنا أخ. أو القطار. قطار اسمه بس؟ ناين. ناين. كين تير. außer bei Transformers. bitte. mit dem Zug. genau. okay. also الراكب منتظم. was heißt منتظم؟ ordentlich sagt er hier. وهادئ ruhig. Ja, also der Fahrer, also nicht der Fahrer, sondern der Mitfahrer. Ar-Rakibu hier ist der Mitfahrer. Ja, also der As-Sa'iq ist der Fahrer und Ar-Rakib, der sitzt dann mit dem Sa'iq. Okay? So, nächster Satz jetzt. Lies mal.
Der dritte Satz. Ja, genau. Ila. Was heißt das? Masha'Allah, fast. Nicht zu der, das wäre ja ilal madinatil ba'idati. Das ist das gleiche wie zu der oder zu einer weiten Stadt. Nicht zu der weiten Stadt. Jazakallahu khairan, masha'Allah. Also, ana usafiru ila madinatin ba'idatin. Also den Satz muss jeder kennen, oder nicht? Also die Vokabeln haben wir ja alle, oder nicht? Ich reise. So, was würde denn heißen? Ihr reist in die, also zur nahen Stadt. Ihr reist zur nahen Stadt. Das lasse ich euch. Das überlasse ich euch. Bitte? Antum tusafiruna. Zur nahen Stadt, zu der nahen Stadt. Sehr schön. Antum. Und jetzt? Also wenn es männlich ist. Oder was wäre die nächste Version? Entunne. Hier steht ja Usafiru. Und du sollst jetzt umwandeln in Entunne. Tusafirna. Sehr gut. Ila Madinatin. Qaribatin. Sehr schön. Der nächste Satz. Ja. Doch. Es-Safaru. Es-Safaru bit-ta'irati qasirun. Was ist As-Safar? Die Reise. Ist das ein Verb oder ein Nomen? Wie hast du das gemerkt? Artikel. Verben haben keinen Artikel. Also dadurch, dass ich sehe, da ist ein Artikel dran, merke ich, dass es muss ein Substantiv sein, ein Nomen. Okay, As-Safaru, die Reise, bit-ta'irati, heißt was? Mit dem Flugzeug. Weiter, qasiru. Ist kurz. As-safaru bit-ta'irati qasirun. Was-safaru bit-darrajati tawilun. Ja. Und was-safaru. Und die Reise mit dem Fahrrad ist lang. Genau. Dann, nächster Satz. Wer liest? Ja. Nee, was? As-safaru bis-safinati wal-qitari wat-ta'irati mumti'un. Was heißt mumti'un? ممتع متاع الدنيا قليل angenehm, ja, bitte. Genussvoll, ممتع. Das Werk von Ibn Uthaymin im Fiqh heißt الشرح الممتع على زاد المستقنع. الشرح الممتع, er hat ja ein Fiqh-Buch erläutert, Zadl Mustaqni'. Ja?
Und sein Werk ist Ash-Sharhul Mumti'a, der Genuss, die genussvolle Erläuterung. Es ist wirklich ein Genuss. Ja. Also, As-Safaru bis-Safinati. Safinat was? Schiff. Ja. Wal-Qitari, Zug. Wat-Ta'irati, Flugzeug. Warum haben die eine Kasra? Warum hat At-Ta'irati eine Kasra? Ja. Genau. Sehr schön. At-Ta'irati hat, ja bitte? Doch, da steht doch Qitari. Nein, nein, das Wort heißt Qitar. Qitarun. Das heißt ja nicht Qitaratun. Aber Ta'iratun. Also Qitar hat kein Ta'marbut. Es geht ja nicht um Ta'marbut, es geht um Kasra. Ja, ja, es geht um die Kasra. Also At-Ta'irati hat eine Kasra, weil es verbunden ist mit dem Wort vorher. Und was ist das Wort vorher? Das Wort vorher ist nicht Bi. Was ist Wort vor At-Ta'irati? Al-Qitari. Weil das auch eine Kasra. Und warum hat das eine Kasra? Ja? Weil es verbunden ist mit As-Safinati. Und warum hat das eine Kasra? Wegen dem Bi. Okay? Sehr schön. Das heißt, wenn wir das verbinden, dann muss die Kasra weitergeführt werden. Also, was heißt jetzt dieser Satz? As-Safaru bis-Safinati wal-Qitari wal-Ta'irati mumti'un. Was haben wir gesagt? Ja. Im Deutschen, wenn du übersetzt, darfst du nicht und wiederholen. Wie machen wir, wenn wir aufzählen im Deutschen? Komma, sehr schön. Im Arabischen nicht. Du kannst im Arabischen nicht sagen, As-Safaru bis-Safinati, al-Qitari, al-Ta'irati. Ja, so, also es gibt Leute, die das machen, aber normalerweise wird das nicht gemacht, sondern wow. Deswegen zum Beispiel bei Texten manchmal, oder auch Ayat, wa und so weiter. Ja. Das heißt, du musst immer und sagen. Im Deutschen machst du das nicht. Und das, und das, und das. Du machst Komma, 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 Komma. Am Ende kommt das und. Ja. Im Arabischen nicht. So, letzter Satz in diesem Abschnitt. Ja. Was heißt das? وَالسَّفَرُ بِالسَّيَّارَةِ وَالدَّرَّاجَةِ شَاقٌ. شَاقٌ ist was? مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Was heißt das? Wir haben den Koran dir nicht offenbart, damit du تَشْقَى. Nee, nicht traurig. Al-Shaqa'u ist was? Genau, also so ein schweres Leben hast. Ja? Ja gut, das ist eine andere Bedeutung. Das ist dann, wer ihn widerspricht. Ja, genau. Also, Shaqun ist anstrengend. Oder, was hat er hier? Mühsam, genau. Anstrengend, mühsam. Also, was heißt das? وَالسَّفَرُ بِالسَّيَّارَةِ وَالدَّرَّاجَةِ شَاقٌ. Ja? Die Reise mit dem Auto und dem Fahrrad ist mühsam. Sehr schön. Gut, dann gehen wir zum nächsten Text. Gibt es Fragen bis hierhin? النظافة من الإيمان. Was heißt das? النظافة من الإيمان. Ja? النظافة
Rein. Und An-Nawafatu? Die Reinheit, sehr schön. Genau, die Reinheit gehört zum Iman, ist vom Iman, ja, auf Deutsch gehört zum Iman. An-Nawafatu min al-Imani. Ja, wer liest den ersten Satz? Bitte. Okay, das ist oben, ja. Al-Mindilu Nadifun, was ist Mindil? Ja, das ist irgendein Tuch. Ja. Was für ein Tuch? Taschentuch, Allahu A'lam. Mindil ist irgendein. Serviette kannst du auch für diese, kennst du diese Rolldingens? Mindil. Plural ist? Manadil, genau. Manadil. Er sagte Mindil. Okay, also, die Al-Mindilu Narifun, also, das Tuch ist sauber, genau. Nächster Satz. Ja? Al-Jilbabu tawilun wa murihun. Was ist Al-Jilbab? Genau, diese Kleidung, Jilbab, ja, dieses Kleidungsstück. Gewand hat er hier. Ja. Also wie man die Kleidungsstücke nennt, ob es jetzt für Frauen ist oder nicht für Frauen, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Es kann sein, Jilbab in einem Land meint man Frauenkleidung oder im anderen meint man Männerkleidung. Das kann, ja, also Qamis dann, also das Ding, Qamis, einige nennen es Jilbab. Aber andere nennen, nee, diese Frauenkleidung ist Jilbab. Ja, also es ist unterschiedlich. Dann, nächste, also Tawilun, was ist Tawilun? Al-Jilbab und Tawilun? Lang. Wa Murihun? Angenehm, gemütlich, was hat er hier? Murihun? Bequem, genau. Nächster Satz. Wer war noch nicht? Ja, nicht. Bitteschön. Sehr schön. Al-Khayyatu. Was ist Al-Khayyat? Der was? Näher, nein. Wie nennt man das? Wer? Schneider, genau. Der Schneider. Yachitu. Hier seht ihr, Nomen und Verben sind immer, also sehr, 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 sehr oft abgeleitet. Und deswegen, du kannst ein Nomen erkennen, wenn du das Verb kennst. Oder andersherum. Das Verb erkennen, wenn du das Nomen kennst. Al-Khayyatu yakhitu. Yakhitu ist ein Verb, ja? Näht oder schneidert, ja? Oder wie nennt man das noch? Designed, modelliert, Allahu A'lam. Al-Malabisa. Was ist Al-Malabis? Anzug? Singular oder Plural? Plural. Al-Malabisa. Warum hat es eine Fatha? Weil es Objekt ist. Min al-Qumashi. Was ist Qumash? Stoff. Auch in Türkisch, oder? Mashallah. Elbisa ist auch ein Plural von, also du kannst, ja genau, du kannst Malabis, das ist eine Pluralform, und Elbisa ist auch eine Pluralform. Elbisa, okay. Weil es gibt verschiedene Pluralformen, aber das ist, also, es gibt den Plural, den geringen Plural und den vielen Plural. Ja, aber da wollen wir gar nicht erst anfangen damit. So, Al-Malabisa min al-Qumashi. Also, der Satz jetzt nochmal komplett. Was heißt der? Der Schneider. Ja, schneidert. Der Schneider schneidert. Genau. Die Anzüge. Ja. Weiter. Was war Qumash? Genau. Also er schneidert diese Anzüge
aus Stoffen. Er hat Stoffe und macht daraus die Kleidung. Ja, nächster Satz. Wer war noch nicht? Alle gucken rund. Komm, gib dir einen Ruck. Ja. Sa. Ja. Ja. Hm. Ja. Sehr schön. Sani'ul Ahdiyati Yasna'ul Ahdiyata Minal Jildi. Warum hat das erste Al-Ahdiyati eine Kasra und das zweite Al-Ahdiyata eine Fatha? Ja? Genau, das ist eine Genitivverbindung. Sani'ul Ahdiyati. Und das zweite ist ein Objekt. Sehr schön. So, was ist Sani'ul Ahdiyati? Sana'a heißt was? Den Satz hatten wir vorhin. Sana'al Ka's oder was? Da hast du erfunden, ne? Den Satz. Ja. Also? Herstellen, genau. So, Sani' ist also der. Nee, As-Sun'u ist die Herstellung. As-Sun'u, Sun'u'llah. Sani' ist der Hersteller. Ja? Weil das den Aufbau Fa'il hat. Fa'il. Ja? Sani'u al-Ahdiyati also. Ja? Sehr schön, der Schuhmacher. Ja? Das heißt also nicht, dass man da jetzt sagt, der Hersteller der Schuhe. Auf Deutsch nennt man den Schuhmacher. Ja? Also wenn er nicht gerade Formel 1 fährt. Yasna'u. Was heißt Yasna'u? Stellt her. Al-Ahdiyata. Die Schuhe. Minel-Jildi. Ja? Aus dem Leder oder aus Leder. Al-Jildu ist Leder. Al-Jild kann aber auch Haut sein. Auch türkisch. Jild, so? Okay. Also, Al-Jild ist entweder die Haut, Jild, das ist Jild, oder eben Leder. Ja? Natürlich gibt es auch noch ein anderes. Bashra ist auch Haut. Nächster Satz. Ja. Genau. Ana albasu thiyaban nadhifata. Heißt was? Was heißt albasu? Das ist ein Verb. Sich kleiden, ja, oder? Anziehen, genau. Genau, anziehen. Ja, okay, wolltest du sagen, ja? Also, und der Satz heißt jetzt was? Thiyab ist was? Gewand, Kleid, genau. Das nennt man auch Thaub. Entweder du sagst Qamis zu dem Ding, andere nennen es Thaub. Das war ja in der Umrah. Bin ich zur Wäscherei. Das war im Hotel. Und dann habe ich halt angerufen, ja, wegen den Preisen im Hotel. Und da sagt er mir, was hat er mir gesagt? Ich weiß nicht, Qamis oder so, kostet so und so viel, 10 oder 15 Rial oder so. Und ich denke, der meint das hier. Und der meinte nur so Hemde, Qamis-Hemde. Ich habe gesagt, und dann kommt er, ich habe dem das hier gezeigt, hat er gesagt, 20 Rial. Ich sag, du hast doch gesagt, 10 Rial. Nein, Thob. Ach, was Thob, Qamis, doch das Gleiche. Ja? Deswegen, also da muss man schon gucken,
was man meint. Ja? Die nennen das dann Thawb. Und Qamis ist dann so ein Hemd oder sowas ähnliches. Ja? Okay. أنا ألبس الثياب النظيفة. Warum hat Nazifata eine Fatha? Ja? Weil Al-Thiyaba eine Fatha hat. Ist Al-Nazifata Objekt? Es bezieht sich auf das Objekt. Genau, das ist ja ein Adjektiv, im Deutschen jedenfalls. Also ist es kein Objekt. Aber es ist die Beschreibung eines Objekts. Was ist denn Objekt hier in dem Satz? Al-Thiyaba. Und die Beschreibung ist? Al-Nazifata. Okay? Aber warum ist es weiblich? Thawbun huwa ist männlich. Thawbun ist männlich. Warum ist jetzt An-Nazifata da? Genau, weil Plural, alle Pluralwörter sind weiblich. Ja? Alle Pluralwörter sind weiblich. Natürlich, was also nicht Menschen angeht, also die Männer, du sagst zwar die Männer, aber du sagst ja nicht Ar-Rijalu النظيفة ja المؤمنة ja also bei Personen bei Menschen ist zwar der Artikel im Deutschen die ja aber im Arabischen benutzt du trotzdem männliche Beschreibung aber was nicht Personen angeht ja der Stuhl die Stühle الكرسي ist männlich الكراسي ist was? Weiblich. Dann sage ich Al-Karasiyu, die Stühle sind schön. Die Stühle sind schön. Al-Karasiyu Jamilatun. Jamilatun ist Singular oder Plural? Und warum hast du Singular benutzt? Sehr schön. Nicht vergessen die Regel. Bei Nicht-Personen, also Gegenstände zum Beispiel, benutzen wir bei der Beschreibung Plural oder Singular? Wenn es um Plural. Nicht-Personen, Plural. Die Tische, die Stühle, die Sterne und so weiter. Immer Singular. Okay? Das dürfen wir nicht vergessen. Ihr seht, also es gibt Regeln und das ist ja wie bei Mathe. Punkt vor Strich und was weiß ich und so weiter und so fort. Die musst du alle, darfst du nicht vergessen. Und so wie bei Mathe, wo du mit der Zeit das Gefühl dafür bekommst, ja, dass du bei Klammer eben das zuerst berechnest und dann multiplizierst und so weiter und so fort, so bekommst du auch ein Gefühl für diese Regeln in der Grammatik. Ja, also keine Angst, wenn das jetzt nicht alles sitzt. Es gibt viele, die haben immer dieses Gefühl der Enttäuschung. Ich kann nicht alles. Natürlich kannst du nicht alles. Also wer kann alles auf einmal? Sondern das kommt mit der Zeit durch Wiederholung. Durch Wiederholung. Deswegen, ich kann euch nur raten, auch wenn wir Lama Berg jetzt bei Vortrag Nummer, was ist das? 25 oder was? Ja. Also ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, wiederholt immer wieder diese Vorträge. Viele fragen, was ist das nächste Buch, übernächste Buch, übernächste Buch, übernächste Buch, brauchst du nicht. Wenn Allah es erlaubt, können wir gerne was machen, aber das brauchst du nicht. Sondern wiederhole das, ein und selbe Buch, wiederholst 10 Mal und du wirst besser sein als jemand, der 10 Bücher gelernt hat. Das ist immer so. Wiederhole ein und dasselbe und dann wirst du ein Meister. Liest du 10 und 20 und 100 Bücher, wirst du kein Meister. Dann hast du sehr viel Allgemeinwissen. Ja, ich habe da mal, genau, da irgendwo habe ich das auch mal gelesen. Und da hat, aber wenn du ein und dasselbe Buch 10 Mal liest, kommt geschossen wie eine Rakete. Ja, genau, Harvodon, Min, Ila, An, Ala, Fi, Bi und so weiter. Das kommt, also sitzt dann fest. Deswegen haben ja die Gelehrten auch zu jedem Fach diese kleinen Büchlein, Mutun. Diese Gelehrten sind ja nicht doof, wenn die das gemacht haben. Du nimmst ein Büchlein,
Ja, ein klitzekleines, das sind 5 Seiten, 10 Seiten, ja, 20 Seiten. Über Erbrecht zum Beispiel. Oder über Allah, was du willst. Ja? Oder über Aqida. Und die lernen das auswendig. Es muss nicht sein, dass du das jetzt auswendig lernst wie der Koran, aber wenn du das 10-mal gelesen hast, dann sitzt das Ding. Zum Beispiel bei Arabisch, Al-Ajurrumiyya. Kleines Büchlein. Und wenn du das einmal liest und 2-mal liest und 3-mal liest und 4-mal liest und 5-mal liest und 6-mal liest, dann sitzt das. Das sitzt. Du brauchst keine Wälzer. Und deswegen, die Ulama sind so zu Gelehrten geworden. Du wirst kein Gelehrter durch einen anderen Weg. Ja, du wirst kein Wissen dadurch einen anderen Weg. Kleine Büchlein und das wiederholst du und dann sitzt das auch. Zum Beispiel auch in Aqida. Nimm dir ein Buch und das wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst. Das sitzt dann. Das dauert eine Weile, aber dafür wird das sitzen. Wenn du aber 20.000 Bücher liest, du denkst, boah, ich habe voll viel gelesen, dann hast du nur Allgemeinbildung. Da war irgendwas. Also, ana albasu thiyaban nadhifatan. So, nächstes. Nächster Satz. Ja. Na'am. Fi shita'i albasu al-malabisa as-samikata. Heißt was? Fi shita'i im Winter. Albasu. Genau. Al-Malabisa hatten wir gerade. As-Samikata. Was ist Samik? Dick, genau. Also dick im Sinne von, also du sagst nicht zu einem Menschen, also wenn er übergewichtig ist, sagst du nicht Samikun. Da sagst du Saminun. Ja? Aber Samik ist, ja? Ja, ob das jetzt gefüttert ist oder nicht, was hat denn der hier gesagt? Samik? Dick, oder? Bitte? Dick, ja. Aber nicht, dass ihr denkt, okay, das nimmt man auch für dick im Sinne von übergewichtig, ja, sondern, ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn so ein nicht so locker? Dickes, dicke Kleidung, sagt man? Ja, oder? Zieh dich dick an, heißt es, oder? Zieh dich warm an. Also auf jeden Fall. As-samikata. Wa fi as-sayfi albasu al-malabis ar-raqiqata. Und im Sommer trage ich ein dünnes Kleidung. Genau, dünne Kleidung. Und im Sommer trage ich dünne Kleidung. Okay. Genau, die dünne Kleidung. Jazakallahu khair. So, gibt es sonst noch Fragen? Gut, dann barakallahu fikum für eure Geduld. Möge Allah euch reich belohnen für eure Mühen und Vokabeln. Das kann man nicht oft genug sagen. Inshallah ta'ala. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته